Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect Staffel Nummer 4 und ein paar Leuten, die offensichtlich nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben, außer ein paar Betten zu bauen, ein paar Toiletten zu bauen und da hinten einen riesigen Schutzwall zu errichten. Man beachte Abbildung 2, wo momentan noch nichts steht, außer das hier. Denn ich habe die Schnauze langsam aber sicher natürlich voll davon, dass hier Leute ständig abhauen aus unserem Knast. Und das gibt es nicht mehr lange, deswegen, da wird sich jetzt drum gekümmert, dass es hier innerhalb von Sekunden mal fertig wird. Denn ehrlich gesagt, können wir es uns hier nicht leisten, dass hier irgendwelche Leute weiter abhauen. Denn guckt euch unser tägliches Einkommen an, das ist einfach nur für die Tonne. Deswegen, das wird mal ganz schnell gefixt. Nächster wichtiger Schritt ist natürlich, es kommen bald wieder neue Gefangene in unseren Knast. Das wird jetzt auch direkt gleich eingeschaltet, denn unsere Leute müssen jetzt nur mal eben noch den Quatsch hier oben fertig bauen. An Zellen, an Betten und an sonst was. Auch direkt schön bitte mit Betonplatten, weil das hier ansonsten einfach nie fertig wird. Da übrigens auch. So, bitteschön. Dann kommen hier Keramikfliesen wieder in die Mitte. Jeder kennt das hier irgendwie schon, das Prozedere. Bitte da oben auch Keramikfliesen und dann da runter wieder auch Keramikfliesen. Da bitte auch nochmal Keramikfliesen hoch. Da oben hin und da oben hin auch nochmal Keramikfliesen, damit das hier auch irgendwann mal fertig wird. Und vor allen Dingen, damit hier endlich auch unsere Leute sozusagen mehrere Zellen zur Verfügung stehen haben. Denn wir müssen dringend neue Gefangene in unseren Knast reinlassen. Guckt euch unser tägliches Minus an. Wir können so ja nicht effizient weiterarbeiten. Das ist echt mega nervig. Jetzt habe ich die Tür natürlich dummerweise schon gesetzt. Wollte ich nicht. Ja gut. Ja gut. Und hier oben die Betonplatte, die tausche ich mal eben nochmal. Ach nee, die hat er ja gespeichert. Denn bevor ich jetzt hier unten wieder Türen reinmache, dann macht er die Türen, gehen die automatisch wieder zu, das will ich nicht. Erstmal soll hier alles eingebaut werden. Jedes Klo, jedes Bett, alles andere auch. Der da oben, bastel ruhig mal weiter, du kriegst das schon hin, ich vertraue dir da voll und ganz. Zack, 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 zack und Loch in der Wand und im Notfall gleich noch Tür rein. Kommt gleich alles noch. Beziehungsweise können wir denen ja auch jetzt schon sagen, dass sie da eine Tür reinbauen sollen. Da oben übrigens auch. Danke, danke. Und dann müsst ihr jetzt, aber wobei, jetzt hier unten steht ja jetzt quasi alles. Das heißt, wir können auch hier schon mal die ganzen Türen wieder reinklatschen. Sofern der Letzte mit seiner Toilette angelaufen gekommen ist. Da kommt er. Alle Türen rein und dann natürlich direkt auch als Zelle ausweisen. Beziehungsweise das machen wir am besten noch nicht, weil das dauert sonst zu döf. Mach mal Tür auf, ach, da fehlen noch Lampen. Ja gut, herzlichen Glückwunsch. Ist mir jetzt eigentlich egal, ob da jetzt Lampen drin sind oder nicht. Raus da! Hier oben fehlt noch eine Tür, installiert Gefängnistür fehlt gerade noch so ein bisschen. Aber die sind ja offensichtlich fertig mit dem Sicherheitswall, das ist doch schon mal ein Anfang. Straßentor machen wir unten übrigens auch offen. Auch hier eben den Hinweis, da darf kein Gefangener rein. Okay, wenn es so weit fertig ist, dass hier oben auch die Tür drin ist, dann können wir unseren Leuten sagen, dass sie das hier kopieren und einfügen sollen, denn wie gesagt, wir brauchen jetzt dringendst viel... Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Ah, okay. Aber unsere Leute sollen ja möglichst dringend möglichst viele Zellenblöcke fertig kriegen. Denn ehrlich gesagt, wir brauchen es. Wir brauchen dringend... Wir sind quasi ein junger Knast und brauchen sehr viel Geld. Wir machen momentan 600 Minus am Tag. Das muss nicht sein. Das kriegen wir auch gefixt. Nämlich, wenn ich da und da nochmal eben was hinsetze... Das da auf offen stelle, das da auf offen stelle, das auf offen stelle, das auf offen stelle. Dann mal eben noch Personal einteile, damit hier auch tatsächlich gleich die Routen abgelaufen werden, die wir momentan haben. Denn hier müssen ja auch in jedem Knastblock müssen ja auch Wachen stationiert sein, damit hier gleich auch die Türen aufgeschlossen werden. Bitte nach da und bitte nach da runter. Da und da auch wieder. Da kommt hinterher noch eine Hundepatrouille bei. Aber das gucken wir uns später an. Nächster wichtiger Schritt, auch hier, die Klos müssen befüllt werden. Also die Klos brauchen hier einfach den Wasseranschluss, das ist alles. Genauso wie hier oben, darunter natürlich, genauso wie darunter, genauso wie darunter und darunter. Alle angeschlossen an die mittlere Leitung. Und dann würde ich sagen, können wir das vielleicht noch ein bisschen schöner machen, indem wir jetzt sagen, hier unten die Leitung verbinden wir nochmal, genauso wie da unten auch. Ne? Und dann steht das Ganze eigentlich. Bitteschön. So, liebes Team, ich erwarte, wobei, da müssen wir die hier oben auch verbinden, sonst sieht das kacke aus. Da bitte und da bitte. So, liebes Team, wir haben gerade ziemlich viel Geld ausgegeben. Wir sind fast 100.000 Dollar los, aber dafür machen wir, weil ich davon ausgehe, dass sie bis morgen einiges fertig kriegen, in der Einlieferung,
nehmen wir jetzt einfach Fill Capacity zu 2. Ich nehme, morgen hätte ich ganz gerne mal 50 neue Gefangene. Wir brauchen nämlich dringend Geld. Wie gesagt, das wird ganz toll. Ne, Arbeitslohn von Gefangenen und 1410 Dollar für Gefangenenuniform, denn das Scheiß kommt jetzt natürlich auch noch. Okay, jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz eben noch was festlegen. Die Tür muss noch raus und die Tür muss noch raus. Die muss nämlich mal eben noch gesichert werden in gewisser Hinsicht. Deswegen, also da kommt zumindest mal eine Personaltür hin, damit das nicht ganz so doof endet. Vielleicht nächster wichtiger Schritt noch. Wir werden hier vielleicht mal eben noch so einen Durchgang machen für die normalen Mitarbeiter. Wäre eigentlich ganz praktisch, oder wir stellen diese Türen halt eben auf offen. Aber es soll ja hier möglichst keiner abhauen. Nächster wichtiger Schritt, hier die beiden Wachposten können weg. Die werden nicht mehr gebraucht. Also was heißt, die werden nicht mehr gebraucht, die werden nur nicht mehr da stationiert. Denn wir haben ehrlich gesagt nur noch eine Person frei momentan. Und das heißt, für morgen 50 ankommende Gefangene brauchen wir zumindest auch 20 Wachen. Da hat sich unser Minus, unser tägliches, wenigstens vermehrt, so wie sich das gehört. Eieiei, das wird lustig. Also wir müssen hier dringend wieder ins Plus rutschen. Ansonsten wäre es problematisch. Aber wie gesagt, bis morgen sollte dieser Zellenblock hier auch halbwegs fertig sein. Hier sollten ja jetzt auch Wachen patrouillieren, wenn ich mir das hier richtig angucke. Wo sind sie denn? Da patrouilliert eine Wache, da patrouilliert, aber hier patrouilliert noch keiner. Wo ist sie denn? Die da patrouilliert hier. Ne, die rennt direkt runter und darf ab jetzt patrouillieren und ist dann für alle Türen hier zuständig. Genau. Ach ja, schön. Bitte mach mal da die Tür offen. Ihr sprintet doch hier sowieso alle rum wie die letzten Ottos. Bau mal hier eben noch fertig, bau mal eben noch fertig. Der hat schon mal ganz viel gemacht an der Zelle. Gefällt mir. Ja, unsere Kapazität für 100 zu 100 zu erweitern kriegen wir hin. Und in 4 Stunden. Ach du Kacke, kommen 30 neue Insassen? Was? Warum steht denn da Phil zu 49? Was ist das denn hier? Ich möchte morgen... Hallo, ich möchte... Total Prisoners. Phil zu 50. Ach so, Phil Capacity? Non per day. Ich möchte 50 morgen haben. Ne, bitte nicht falsch verstehen. Ich brauche morgen 50 neue Gefangene. Sonst wird das nichts. Gut. Der Trakt hier oben ist offensichtlich gerade fertig geworden oder wird jetzt gerade fertig. Hier fehlt nicht mehr besonders viel. Also hier unten ist ja alles quasi fertig, bis auf ein paar Rohrleitungen. Aber das ist dem Spiel ja egal. Das muss ja nur ein Klo drin haben, damit der Raum zählt. Macht mal ein bisschen hin hier, Jungs. Bisschen noch einbauen. Bisschen Klos anschließen, das Wassernetz. Ich glaube, da oben fehlt nur noch... Ja, jetzt sind alle Klos eigentlich angeschlossen. Die müssen nur noch in den oberen Raum rein. Diesmal auf. Das war auch der übelste Troll. Habt ihr das gesehen? Er geht hier hin, lässt sich aufschließen und geht dann zur anderen Tür, sobald die Tür offen ist. Toll, herzlichen Glückwunsch. Das war hilfreich. Und der hintere Zellenblock wurde noch gar nicht angefangen zu bauen. Na gut, das ist jetzt halt so. Aber was soll's. Also die hier oben sollten jetzt... Dieser komplette Trakt hier ist jetzt fertig, sobald die beiden Betten drin sind. Ne? Mach mal eben da Tür auf, mach mal Tür auf, mach mal Tür auf. Damit die auch da rauskommen. Und dann weisen wir das Ganze hier oben schon mal als Zelle aus. Also das und das. Und dann kommt hier natürlich nur die normale Gefahrenstufe rein. Das war schon unser Ziel. Bitte, normale Gefahrenstufe. Das ist Zellen für die normalen Gefahrenstufen. Wir haben jetzt mittlere Sicherung 20. Und wir haben momentan 13 der mittleren Sicherungsstufe. Und alle, die jetzt hier neu ankommen, die kommen hier erstmal hier hinten rein, damit das hier auch mal Sinn macht und damit das auch mal fertig wird. Deswegen, das passt schon. Ne? Unsere Wachen bringen die mal eben weg. In 39 Minuten kommen schon die nächsten Gefangenen an. Also die total toll neue Gruppe. 50 neue Gefangene. Naja. So, sobald das hier fertig ist, auch mal eben der Hinweis, das hier ist eine Zelle, meine Freunde. Bitteschön. Und auch hier gleich. Normale Sicherung, normale Sicherung, normale Sicherung. Warten, bis da jemand mal eben noch eine Wand hinbaut. So wie jetzt. Ja, ich weiß, der Bus ist schon da. Und auch hier bitte eben Zelle drücken und runterziehen. So, dann sollte das jetzt eigentlich auch als Zelle zählen. 105. Es müssten viel mehr... Ja gut, aber wobei, es wächst ja noch. Gut, Jungs, der erste Bus ist da. Ich muss mir angucken, wo die herkommen. Der hat nix. Der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Der hat nix. Der hat was. Ansonsten ist aber alles clear, ne? Gut. Also du, Kollege, mal eben den hohen Gefahrenstufe, weil du Mist gemacht hast, ne? Genau. Storch und furchtlos. Du kannst direkt erstmal aus dem Bus aussteigen und bist schon mal direkt in der Gruppe drin. Was ist hier los? Das ist alles in Ordnung. Die dürfen alle aussteigen. Moment. Was ist hier drin los? Augenscheinlich bis jetzt noch keiner drin. Kann aussteigen. Was mit dem nächsten? Danke. Was ist hier los?
Oh, launisch extrem stark. Kann auch direkt in die hohe Gefahrenstufe raus. Du nix, du nix, du nix. Weiter. Die fahren alle momentan die Busse. Das heißt, der kann da unten parken. Das ist ganz gut. Was ist mit dem nächsten Bus? Pause drücken und nachgucken. Da ist auch keiner. Verräter. Eieiei, na toll. Du erstmal hohe Gefahrenstufe, du zu Schützende. Kannst nicht zugewiesen werden, ich weiß. Sehen wir gleich. Wir gucken mal, wo du landest. Vermutlich in der Sammelzelle. Was ist mit dem los? Da kommt... Ach du Kacke. Extrem zäh auch mal eben hohe Gefahrenstufe. Wie viel haben wir jetzt momentan? Kapazität 16 und wir haben 10. Das ist ja alles noch im Bereich des Möglichen. Bitte? Kommt da noch? Da muss noch ein Bus kommen, oder? Nee. Es sind 8. 8 geht doch nicht glatt auf. Also 8 mal, was weiß ich nicht was. Wir kommen da vielleicht auf nicht glatt 50, meine Freunde. Da kommen dann auch. Das ist der letzte Bus. Da sitzen nur wieder hinten zwei Leute drin. Und die haben nichts. Deswegen ankommen. Entladen lassen. Den da mal eben noch entladen lassen mit dem Scheißdreck da. Genau. Und weiterfahren und rausfahren. Und ab in die Einlieferung. Da ist ja momentan ziemlich Party. Momentan. Ne? Vor allen Dingen wegen dem da oben. Und selbstverständlich die Einlieferung erstmal direkt wieder schließen. Weil... ja. So, wir machen aber mal kurz, ganz kurz eben... Alter, was war das denn? Das hat ein bisschen gebackt, glaube ich. Aber wir machen eben noch 5 Wachen mehr dazu, damit hier wenigstens ein bisschen vorangeht. Alle von der Straße schon mal direkt runter. Ich möchte hier keinen stehen lassen. Das wäre etwas schlecht. Auch die nackten Leute bitte aus der Tür raus. Danke. So wie es jetzt aussieht, übrigens mal kurz der Hinweis, dass da ist nicht Einlieferung, meine Freunde. Das da auch nicht. Das soll nicht Einlieferung sein. Alles drumherum ist Einlieferung. Ja, mach das mal eben... Holt die da im Notfall weg. Gefangenenuniform und dann zur Zelle exportieren. Ich glaube, hier kommen ganz schön viele Leute rein. Ja, der zu Schützende wird da drin landen. Ja, war ja klar. Ja, weil wir haben für ihn jetzt momentan halt eben keine Extrazelle. Wir können ihm eine Extrazelle geben, aber dann brauche ich eigentlich noch den Knasttrakt da hinten. Vielleicht machen wir das trotzdem mal eben. Wir machen mal eben hier eine Zelle. Das da ist eine Zelle, Jungs. Die ist auch schon fertig, glaube ich. Ne? Innenliegen, Bett, Toilette. Toilette fehlt noch, aber Toilette kommt da rein, ne? Toilette wird installiert, das heißt, wir machen jetzt hier mal ganz kurz einen Schutztrakt hin, ne? Das da ist nur für zu Schützende, das heißt, der kommt hier oben direkt auch wieder raus, woll? Verräter, du hast einen anderen Job. Digi, Digi, das ist da jetzt deine Zelle. Wobei, die ist vermutlich nur noch nicht... Doch, das Klo ist ja auch schon drin, dann kann der jetzt eigentlich auch rein die Zelle, woll? Freundchen, dahin. Tschüss mit dir. Das ist eine Zelle, du darfst da jetzt wieder hin. Ach Gott. Vielleicht müssen wir dem auch einfach nur nochmal neu zuweisen. Vielleicht kriegt er jetzt mal eben normale Gefahrenstufe und wird jetzt zur schützenden Gefahrenstufe umprogrammiert. Vielleicht kommt er da gleich noch hin nach der Arbeitszeit, ich weiß es nicht. Wobei arbeiten darf er ja theoretisch überall, das heißt, er geht jetzt sowieso nicht in seine Zelle. Aber egal. Unser Hausmeister hier kriegt schon die Krise vor lauter Arbeit. Und der Arzt macht einen eingehenden Anruf. Och, bitte nicht. Was ist denn da los? Bewusst? Oh oh. Oh oh. Was hat er gemacht? Oh nein. Ein Gefangener wurde in deiner Werkstatt schwer verletzt und darf nicht bewegt werden. Schicke schnell einen Arzt vorbei, der sich um ihn kümmert. Krieg Komfort fahren. Warum krieg ich denn jetzt hier gefahren? 7 Tage Werkzeug, Banden. 2 Member, 0 Kills, 0 Euro. Ja, das ist toll. Wir brauchen mal eben einen Arzt. Wo ist denn hier unser Arzt überhaupt? Da ist eine Ambulanz. Hier, Frau Doktor, Sie haben sich doch beschwert. Dann bewegen Sie sich doch mal Ihren Hintern dahin und kümmern sich um den. Boah, was gibt das eine Sauerei? Er arbeitet direkt weiter, finde ich gut. Korrekt, Dude. Du bist der Korrekte bei hier und hier. Er arbeitet direkt weiter, ihn juckt das gar nicht. Gut. Okay, soll mir egal sein. Ja. Wir haben hier unten das aber auch als Zelle ausgewiesen. Ja, also das heißt, da unten könnte der jetzt eigentlich gleich auch landen. Der zu schützende Kerl. Wo ist denn der eigentlich? Wobei, es ist noch Arbeitszeit, noch lange Arbeitszeit. Also, irgendwo wird er schon landen. Ich bin da optimistisch. So. Was macht denn hier unser... Ach so, die werden noch alle weggebracht momentan. Ja gut. Unsere Leute sind ein bisschen nicht überfordert, sondern gefordert. Das heißt, die wollen noch ein bisschen, bis sie wieder da sind. Aber ich glaube, es läuft wohl. Alle kommen weg. Hier bleibt keiner in der Einlieferung versehentlich liegen. Ich glaube, das geht klar, ne? Genau, alle raus. Alle wieder irgendwo anders hin. In den Zellenblock am besten. Ach, er arbeitet jetzt da oben mittlerweile. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was hat er gemacht? Was hat er... Was steht da? Verständnis als Anwesenheit 52%. Ach so, Reformierungsprogramm macht er gerade. Das finde ich nett, ne? Also, wobei, wir müssen ihm eigentlich seine normale Gefahrenstufe mal eben abändern. Der kriegt jetzt, wo Arbeit ist, nämlich nix. Nein, nein, nur zu Schützende kriegen da nichts. Und der Rest hat hier Arbeit. Ah, Gott. Das versteht das System hier manchmal noch nicht.
Gut. Das heißt, der Typ da oben aus seinem Reformierungsprogramm darf jetzt erstmal in seine Zelle. Ja. Nö. Na, no. Alter, ich krieg die Krise. Wer macht so? Alter, willst du mich verarschen? Dieses Spiel, es ist mir echt manchmal, es ist mir zu doof. Tut mir leid. Ich krieg die Krise. Da wollten wir den gerade da rausholen, da ist er tot. Ja, dann hat er jetzt Pech gehabt. Hat er den umgebracht? Ernsthafte Verletzung? Nein, du. Nein, wer hat den jetzt umgebracht? Du, nein, du. Mit einer Bohrmaschine, Mord, Waffenbesitz. Und er kriegt dafür nicht mal die hohe Gefahrenstufe. Sicher kriegt die hohe Gefahrenstufe. Und erstmal 24 Stunden Isolierung und nochmal 24 Stunden Isolierung. Weil das war echt doofer Zufall, mein Freund. Ja, die sucht Gefangenen. 48 Stunden Isolierung auf jeden Fall schon mal, mein Freund. Ne? CG Thornhill, 25 Jahre. Du kommst da erstmal aus dem Knast nicht mehr raus, mein Freund. Ja, danke, dass der durchsucht wird. Der hat eine Bohrmaschine. Den kannst du schon mal direkt abmontieren hier. Wobei unsere Wachen haben natürlich gerade ziemlich was zu tun. Da. Was hatte. Was? Was ist denn hier los? Willst du mich verarschen? Alter, wie viele Handys hatte der dabei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Handys. Willst du mich verarschen? Was ist denn das? Luxusgüterbesitz? Der kriegt doch 100 Jahre Isolierung. Hier 100.000 Drogen. Seit wann kann man denn so viel mithaben? Seit wann können die denn so viele Sachen mithaben? Alter, willst du mich verarschen? Was? Seit wann können die denn so? Es hat doch kein Update ge. Hä? Habe ich was verpasst in meinem Leben? Alter, was? Willst du mich. What the fuck, einfach nur? Luxusgüterbesitz. Der ist der Einzige, der den ganzen Tag wegen Luxusgüterbesitz wegkommt, Alter. Was zum Fick? Ach Gott, ich realisiere hier nichts mehr. Okay. Ignorieren wir das einfach. Das ist. Ich muss das nicht verstehen. Ja, gut, Hammer, ne? Wir wissen es, das ist eine Werkstatt. Das ist problematisch. Ah, au. Das tut echt am Kopf schon weh. Okay, Doki. Wir müssen mal ganz kurz eben was planen, Jungs. Also ich würde ganz gerne mal eben was planen. Na, da ist ein Dreierweg, der da runter geht. Ich würde ganz gerne hier eine Küche und Kantine reinbauen. Hier in den Abschnitt. Beziehungsweise allen möglichen anderen Scheiß. Entschuldigung. Und dann machen wir hier einfach eine Kantine hin. Mit der Breite von 14. Da kommt dann da hinten wieder komplett Route hin, überall, weil bis dahin, ihr wisst das. Ach, Route können wir hier. Ja, das ist ja hilfreich. Objekte vielleicht. Objekte geht auch. Wände. Können wir darüber auch. Ach ja, gut planen können wir die sowieso alles. Route mal kurz wieder hier hin. Ich muss mich mal ganz kurz wieder ablenken und beugen. Gut. Was kommt hier hin am besten? Das ist eine gute Frage. Beziehungsweise hier kommt auf jeden Fall wieder eine Route hin von 4 Metern. Zack, dahin. Oh, das hört sich falsch an, wenn ich sage Route von 4 Metern, aber hey, was soll's? Wir brauchen diese beiden Klötze hier eigentlich recht dringend, weil sowohl Küche als auch Kantine werden dringend benötigt hier hinten, weil wir jetzt hier oben diese neuen Zellenblöcke haben. Aber gut, das macht ja erstmal nichts, wenn die sich jetzt 5 Sekunden Zeit lassen für den Scheiß. Da bitte auch mal eben noch. Und hier hinten können die meinetwegen wieder Gras hinmachen und das ist ein Hof oder so. Ja, was weiß denn ich? Mach mal eben Zaun dahin oder mach halt keinen Zaun dahin, ich weiß es nicht. Gib mir mal Hof. Wo ist denn Hof? Hof! Hof, 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 Hof. Nix Hof. Da Hof. Ich denke immer, der ist grün, weil Außenanlage ist und Außenanlagen sind meistens grün. Aber naja. Verwirrt bis zum geht nicht mehr. Was soll's? Da kommt noch das hin und dann kommen hier oben wieder zwei große Gefängnistüren hin, damit das hier mal Ruhe ist und dann ist gut. Ja, Hof. Es steht fest. Ei, Karamba. Ja, die sind immer noch nicht fertig mit ihrem Zellenblock hier oben. Da sind die ein bisschen mit überfordert. Es ist auch ein großer Zellenblock für so, in Anführungszeichen, wenig Mitarbeiter. Denn wir haben ja nur 10 oder so viel, ne? 20 haben wir sogar und die kommen trotzdem nicht voran. Ei, ei, ei. Vielleicht bin ich auch nur das Speedbild. Oh. Vielleicht bin ich auch nur das Speedbild gewohnt. Ich weiß es nicht. Da haben wir gerade wieder so eine Notebook-Seite gefunden. Aber gut. Was soll's? Was geht hier ab? Hier patrouillieren gerade einen Haufen Wachen, weil sie Langeweile haben. Es ist gerade Freizeit. Und danach gibt es jetzt Essen in wenigen Minuten. Und diese Kantine ist für das alles da hinten natürlich auch ein bisschen überfordert. Das gebe ich zu, ja.
Das ist jetzt einfach gerade momentan noch so, weil wir das nicht anders auf die Kette kriegen. Das hier wird aber auf jeden Fall auch nochmal eben normale Gefahrenstufe und auch noch Zelle. Kurzer Hinweis, das ist Zelle, das ist auch Zelle. Bitte, danke. Na, Zuweisung erfolgte. Perfekt. Aber anders geht halt nicht. Die haben auch gerade echt was zu tun. Oh, jetzt gehen hier überall nacheinander die Türen auf. Praktisch. Aber gut. Dusche gibt es und hier oben wird jetzt gleich wir machen momentan so viel Plus, wir brauchen einfach nur ein paar mehr Mitarbeiter. Machen wir hier auf 30. Wir machen jetzt hier einfach mal direkt schon mal Küche und Kantine und so ein Kack hin, weil das brauchen wir jetzt mittlerweile, glaube ich, recht dringend. Ach, das ist ein unsymmetrischer Gebäudeteil. Ja gut, dann ist er halt unsymmetrisch. Was soll das? Da kommt eine Tür hin, da kommt eine Tür hin. Das passt schon. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir hier gleich alles miteinander verbinden. Jetzt kriegen wir aber hin. Halt, eine Anmerkung vielleicht noch eben. Wir machen. Wobei, wir müssen das so lassen wohl. Scheiße. Egal. Was soll's? Wir machen mal eben. Das ist ein 30er Trakt und wir haben immer sonst einen 30er Trakt, aber das hier hinten macht zusammen halt eben. Das da ist ein Weg. Das hier sind halt nur 30, wohl, Jungs? Genau. Eigentlich müssen wir hier hinten einen noch wegnehmen, damit das aber... Dann wird das zwar ein bisschen unsymmetrisch, aber das macht ja eigentlich nichts. Also, wir machen hier hinten auf jeden Fall noch diesen Teil des Traktes dabei, weil das einfach notwendig ist. Okay, alles was jetzt hier schon geplant ist, kann dann wieder in die Tonne, weil wir es ja sowieso schon umsetzen. Und ich glaube, es wird mal Zeit für einen Cut. Ich brauche auch mal meine Nervenberuhigungsmittel wieder zurück. Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ab jetzt bricht keiner aus und keiner wird mehr ermordet. Bis dahin, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und schönen Tag noch. Tschüss.